Hallo ihr Hübschen! Jetzt gibt's wieder eine Kooperation mit anderen YouTubern. Ja, und das ist dann... Das sind die 1000 Fragen an dich selbst, also an mich. Und wir sind jetzt bei der Frage 161 angekommen. Juppie! Bist du ein Hundetyp oder ein Katzentyp? Typ? Ich bin ein Mann. Nein, ich bin ein Hundetyp, glaube ich. Ich habe ja auch einen Hund. Und ansonsten liebe ich aber auch Katzen. Ich hatte auch schon mal Katzen. 162. Wie zeigst du, dass du jemanden nett findest? Ich sage einfach Dankeschön, du siehst gut aus oder was auch immer. Ich meine, das ist an dem Moment, aber ich zeige der Person schon sehr, dann, dass ich diese Person nett finde. 163. Isst du eher, weil du Hunger oder Appetit hast? Ich esse gerne, wenn ich Hunger und Appetit habe. Hunger und Appetit ist doch das Gleiche, meiner Meinung. Man hat doch Appetit auf was. Das hat auch ein bisschen mit Hunger zu tun. Wenn ich auch Hunger habe, kriege ich ja auch Appetit. Oder? Also, 164. Tanzt du manchmal vor dem Spiegel? Nein, aber ich tanze da hinten irgendwie zwischendurch in meiner Wohnung rum. Die 165. In welcher Hinsicht bist du anders als andere Menschen? In der Hinsicht, dass ich für mich fühle und auch das nochmal so richtig reflektiert habe in den letzten Wochen, Monaten, Tage, dass ich schon seit meiner Kindheit eigentlich eine gelassene Person bin. Auch wenn ich manchmal unruhig oder ungeduldig bin, habe ich das Gefühl, dass ich doch sehr gelassen bin und über viele Sachen und Themen. Ja. Und das denke ich mal, dass ich in Hinsicht anderer Menschen, ich weiß ja nicht, aber eigentlich, wer gelassen ist oder ruhig, der ist auch, ja, das passt dann halt. So viel dazu. Aber ob ich dann deswegen anders bin, weil ich gelassen bin oder weil ich unruhig oder ruhig bin, ja, das kann man sehen, wie man möchte. Aber eigentlich finde ich, wir sind alle gleich und wir sind irgendwie alle verwandt. Weil wir halt Menschen sind. Egal, was für eine Hautfarbe, was für eine Haarfarbe, was für Augenfarbe, was für eine Nation, was auch immer. Weil wir sind Menschen. Ja? Wir bestehen aus, man kann sagen, Haut, Fleisch, Blut, wie auch immer. Alle Organe sind irgendwie gleich. Der eine hat vielleicht eins weniger, der andere mehr, was auch immer. Ganz drauf an. Das ist vielleicht was anderes, aber meiner Meinung nach hat jeder so ein Herz, Augen, Mund, Nase, Ohren, wie auch immer. 166. Welchen Jugendfilm würdest du Kindern empfehlen? Pippi Langstrumpf! So. 167. Bist du bei Partys bis zum Schluss? Nein, ich gehe mal als erstes. Schätz, ich komme als erstes und gehe als erstes. Das ist doch gut, ne? Nein, also ganz drauf an, wie die Stimmung ist. 168. Welchen Song hast du in letzter Zeit am liebsten gehört? Ein bisschen Frieden. 169. Bereitest du dich auf bestimmte Telefonatgespräche vor? Ja, und da schreibe ich mir auch manchmal was auf, aber so viel telefoniere ich ja auch gar nicht. 170. Wann hast du zuletzt vor jemandem anderem geweint? Ist auch schon lange her. 171. Mit wem verbringst du am liebsten einen freien Tag? Mit meinem Schatzi, mit meiner Liebe, mit meinen Hunden, mit meinem Schatzi halt einfach, mit meinem Partner sozusagen. 172. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Da ich auf Rat manchmal wenig höre und meinen eigenen Rat folge, kann ich dazu auch nichts mehr sagen. 173. Was fällt dir ein, wenn du an Sommer denkst? Sonne, Wärme, Licht. 174. Wie duftet dein Lieblingsparfüm? Nach Rosmarin oder Orange? Aber ich habe ja gar kein Parfüm. Ich benutze nur ätherische Öle, meine Lieben. So. 175. Welche Kritik hat dich am stärksten getroffen? Man kann es sehen, wie man möchte. Kritik ist auch interessant. Ich möchte einfach mal dazu sagen, warte, wie ist das so? Das Wort, was mir gerade nicht kommt. Es ist einfach wünschenswert, Kritik wegzulassen. So. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Also, 176. Wie findest du dein Aussehen? Wundervoll, schön, strahlend. Ich liebe mich so, wie ich bin, wie ich aussehe, fertig. Und bin dabei, noch meine Haare ein bisschen länger zu wachsen zu lassen, damit dieses komische Gewell da vielleicht ein bisschen länger unten hängt und nicht hier oben. 177. Gehst du mit dir selbst freundlich um? Ja, jeden Morgen sage ich Dankeschön, dass alles an meinem Körper funktioniert, alle Organe, dass ich laufen kann, dass ich so schön aussehe, dass ich die Sonne anlachen kann, dass ich atme. Also bin ich freundlich zu mir selbst. 178. Würdest du dich einer Schönheitsoperation unterziehen? Nein! 179. Welchen Film hast du mindestens fünfmal gesehen? Sissi, die Kaiserin, bestimmt. Und Dirty Dancing, König der Löwen, denke ich auch. Und wie heißt er nochmal? Oh, komme ich nicht drauf, tut mir leid, aber ist egal, den habe ich auch mindestens fünfmal gesehen. Genauso wie Sister Act. Und, ja, keine Ahnung, wie auch immer, es gibt so viele Filme, die man einfach zu oft gesehen hat. 180. Füllst du gerne Tests aus? Nein. So viel dazu. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Lasst es euch nur gut gehen und schaut auch mal bei den anderen rein. Die haben wahrscheinlich viel oder viel bessere oder andere Antworten. Na, auf jeden Fall andere Antworten. Besser geht's ja gar nicht. Ich meine, besser sind sie natürlich, weil es sind ja ihre Antworten. So viel dazu. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.